Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hardcore Fishing. Diesmal wieder in der Kategorie Hardcore erklärt. Beim letzten Mal habt ihr ja geschrieben, ihr würdet gerne mehr über die Vorfachtypen erfahren. Das machen wir natürlich gerne. Also es gibt natürlich sehr viele zum Raubfischangeln. Darauf gehen wir natürlich jetzt am meisten ein. Einmal 7x7 Stahl. 1x7 Stahl gibt es dann noch. Es gibt noch ganz viele verschiedene andere Typen. Dann gibt es nochmal Stahl ummantelt. Fluorocarbon. Ach, hier ist es. Gut vorbereitet. Und Hartmono. Dann gibt es auch noch Titan. Das haben wir jetzt leider nicht dabei, aber das sei auf jeden Fall erwähnt. Was sind so die Unterschiede zwischen den einzelnen Typen? 7x7 Stahl, das sind 7 Fäden mal 7 Fäden gewickelt. Das macht das alles sehr flexibel und weich. Das ist fürs Köderfischangeln auf Hecht natürlich ganz gut. Auch in anderen Größen vielleicht sogar für Zander. Das Stahlvorfach ist sehr weich, der Fisch spürt das Stahlvorfach nicht. Der Köder kann sehr fein spielen, vielleicht auch fürs Gummifischangeln, je nachdem, was man gerade so machen will. Dann haben wir das Fluorocarbon. Das Fluorocarbon hat die Eigenschaften, dieselbe Lichtbrechung wie Wasser zu haben. Das heißt, es soll unter Wasser unsichtbar werden. Der Nachteil bei diesem Zeug ist natürlich, es ist nicht hundertprozentig hechtsicher. Ich muss es in sehr dicken Größen fischen, damit es überhaupt hechtsicher ist. Dann haben wir Hartmono. Hartmono ist auch schlecht sichtig, hat aber eine andere Lichtbrechung. Das heißt, es ist besser sichtig als Fluorocarbon. Ist auch ein sehr steifes Material, hat aber bessere Abriebseigenschaften dann als Fluorocarbon. Obwohl Fluorocarbon natürlich auch extrem abriebsfest ist. Wie gesagt, das sind sehr steife Materialien, deswegen eignen die sich auch nicht so gut zum Vorfächerbinden für Köderfisch. Dafür natürlich hervorragend für die Gummifischangelei. Und da kommen wir auch zu dem Einsatzzweck, wo ich Stahl und Mantel eigentlich ganz gut finde. Wenn ich mir hier jetzt so einen Rig selber gebastelt habe und ihr seht das ja selber schon, da will ich schöne kleine starre Verbindungen haben, die noch ein bisschen flexibel sind, wenn der Hecht gebissen hat und den Köder so rausreißt. Ja, schöne kleine starre Verbindungen, dafür ist das ganz gut. Ja, da verheddert sich dann auch nichts drin. Das ist halt natürlich noch mal ein bisschen besser gesichert alles. Dafür nehme ich dann gerne Stahl ummantelt. Außerdem ist das auch schlechter sichtig. Ne? Das glänzt dann nicht so. Einige Profis machen das auch, das habe ich schon gesehen, dass sie sich diese Stahlvorfahrer noch mal schwarz einfärben, einfach mit dem Edding drüber gehen und das noch mal ein bisschen weniger reflektiert dann so im Sonnenlicht. Ne? Das sind so die Stahlvorfachtypen. Vor- und Nachteile. Ich habe bei 7x7 Stahl, das ist halt weicher, es verdrisselt dann leicht und drisselt dann auf. Dafür ist es dann sehr sicher, was Hechtzähne angeht. Ich habe das Ummantelte, das ist ein wenig starrer, das heißt leichter zu merken auch für den Fisch, drisselt dafür auch nicht so leicht auf. Ich habe das Fluorocarbon, das ist sehr starr und muss auch sehr dick gewählt werden, damit es hechtsicher ist. Dafür ist es unter Wasser schlechter sichtig. Und ich habe das Hartmono, was auch schlecht sichtig ist, natürlich nicht ganz so, und sehr abriebsfest. Dafür auch wieder starr. Und dann gibt es noch das Titan. Das Titan kann man mittlerweile sogar knoten, es gibt es sogar zum Knoten. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Bei dem Titan sehe ich die größte Schwäche, man sieht dann nicht, wann das Material nachgibt, also beziehungsweise wann das Material ermüdet. Das kann brechen und es kann aus der Quetschhülse auch leichter ausrutschen. Ja, das war so ein kurzer Ausblick. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich konnte euch ein paar Fragen beantworten, was es so gibt. Wenn ich noch weiter in die Tiefe bei den Vorfächern gehen soll, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ich glaube, ansonsten habe ich einige Fragen beantworten können. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bleibt immer schön hardcore. Ciao.